Hallo und herzlich willkommen bei The Bitbrothers. Ich bin der Gary und heute möchte ich euch Directory Opus, das ist ein Datenmanager, vorstellen, kurz auch D-Opus genannt. Ja, den setze ich selber auch ein. Ich habe vorher einen anderen versucht, wenn sich jeder denken können, welchen. Er ist bei mir aber nicht problemlos gelaufen. Er ist plötzlich im Laufwerk komplett verschwunden. Ich habe einige Laufwerke in meinen Computer eingebaut und ja, das hat sich leider nicht beheben lassen. Ich hätte es vielleicht deinstallieren und wieder neu installieren können. Das ist aber natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Und daher bin ich auf D-Opus umgestiegen. Warum bin ich gerade auf D-Opus gekommen? Und ihr wisst ja alle, ich bin ein Amiga-Freak und ihr werdet es euch schon denken können. Ja, das ist nämlich ein ehemaliges Amiga-Programm. Das will ich euch mal ja, kurz zeigen. Ja, so hat das früher mal am Amiga ausgesehen. Ja, nein, das hat da sich nicht über die Workbench gelegt, ja, sondern das hat nur ein Abbild erzeugt. Und das war früher mal D-Opus und D-Opus war eigentlich der bekannteste Datenmanager früher am Amiga und ist auch heute noch auf den meisten Amiga installiert, weil man mit denen sehr viel machen kann. 1 zu 1 Kopien anlegen, Archive entpacken, Archive packen, packen, ja, das geht hier alles. Ja, man kann auch hier das Aussehen verändern. Ihr seht, hier gibt es natürlich schon eine ganze Menge. Also, der konnte schon sehr viel zur damaligen Zeit und wie gesagt, ist auch heute noch auf den meisten Amiga installiert. Der ist auch eigentlich ziemlich aktuell, denn das ist die letzte Version, die 5.9.2, die ist erschienen 2016, also ist erst 4 Jahre alt. Allerdings am Amiga wird er nicht mehr so schnell entwickelt, ist ja auch nicht notwendig. Ja. Also wie gesagt, von daher kommt der und dadurch bin ich eigentlich auf den gekommen. Schauen wir uns mal an, ja, für wen sind eigentlich solche Datenmanager geeignet und für wen nicht. Und da will ich ein bisschen das Klischee bedienen jetzt, es sei mir verziehen. Ja, für den typischen Gamer natürlich ist das nicht geeignet, ja, der nichts anderes macht. PC starten und Spiel starten, ja, für den bringt es nicht, aber wer immer wieder mit Daten hantieren muss, ja, oder sortieren will, für den ist das natürlich hervorragend geeignet, weil ja, das natürlich mit einem Datenmanager viel schneller geht. Und so ein kleines Beispiel, ja, das seht ihr hier, ihr seht hier links in der Mitte ja, ein Fenster. Und ihr merkt, ja, das sind Interpreten, das sind MP3s gespeichert, ja, und das sind natürlich jede Menge Ordner hier, ja, die wieder dementsprechend Unterordner enthalten. Und hier rechts in der Mitte, ja, seht ihr MP3s, die ich rauskopiert habe, die kommen mal auf meinen Amiga. Und das ist also auch so ein Anwendungsfall, so ein typischer. Weil das ja, geht natürlich mit einem Datenmanager viel schneller, als würde ich das jetzt direkt am Windows-Browser machen und mit dem Fenster hantieren. Ja, das braucht natürlich wesentlich länger und das kann man hier extrem schnell bewerkstelligen. Ja, sehen wir uns mal ein bisschen vielleicht an, ja, was er so kann. Ja, man kann sich natürlich auch hier Daten, Moment mal, das darf ich nicht nehmen, ja, sonst hat mich die GEMA. Also nehmen wir das, ja, drücke mal drauf. Ja, also ihr merkt, ja, man kann sich hier Daten auch anzeigen lassen, abspielen lassen und ein Doppelklick darauf ja, würde auch das Standardanzeigerprogramm, ja, das für eine Datei festgelegt ist, ja, sofort starten. Ja, von hier aus lassen sich übrigens auch Programme starten, auch das ist möglich. Ja, und hier rechts ja, sehen wir, wenn es ja, irgendein Bild dazu gibt, halt das Bild und hier unten natürlich jede Menge Informationen dazu, ja, zu den ganzen. So, jetzt machen wir das hier mal zu ja, und gucken wir mal, ups, das war nicht so das, was ich wollte. Ja, hier rein und schauen wir mal ja, uns Bilder an. Ja, auch die können wir uns hier ja, anzeigen lassen und wir haben auch hier die Möglichkeit, ja, ein Doppelklick würde sofort ja, das Standardanzeigerprogramm starten. Ich nehme jetzt nicht die Amiga-Bilder, weil ich so ein großer Amiga-Fan bin, was natürlich stimmt, sondern weil ich ja meine privaten sicher nicht zeigen will. Ja, es gibt aber, ups, das war jetzt falsch. Ja, auch hier, nein, ganz nicht, ja, so ein bisschen die Möglichkeit, ja, Foto direkt zu bearbeiten. Ja, das seht ihr hier oben, man kann es drehen, man kann es konvertieren. Ja, auch das geht.
Ja. Ja, geht auch so oder eben so. Ja, wenn man hier etwas in andere Formate bringen will, ja, das kann man hier machen. Es sind halt kleine Bearbeitungsfunktionen, ja. Man kann es als Hintergrund festlegen, ja. Verschieden sortieren, auch das ist alles möglich. Ja, man kann sich das auch anders anzeigen lassen. Ja, auch das geht natürlich, ja, wie ihr möchtet. Sei jedem beliebt, wie er es gerne halt hat. Ja, kann man hier verschiedensten Dinge machen. Es kann sich halt jeder herrichten, wie er es braucht. Natürlich habt ihr auch hier sämtliche Windows-Funktionen zur Verfügung, wie ihr es im Browser habt. Auch das könnt ihr von hier aus machen. Ja, das ist auch möglich. Hier unten könnt ihr noch verschiedene Reiter anlegen. Ja, diese Reiter-Register, ja, die könnt ihr Gruppen sortieren, das könnt ihr speichern, ja, könnt neue Register, das geht hier unten auch mit dem Plus. Register duplizieren, ja, ihr könnt Register sperren, das ist vor allem dann interessant, wenn ihr Register haben wollt, auf die ihr immer wieder zugreift, ja, weil das das Hauptverzeichnis ist, dann macht es natürlich Sinn, wenn man das sperrt, ja, damit man hier immer wieder Zugriff hat und das geht natürlich auch viel schneller, ja, als würde man hier ständig auf irgendwelche Fenster zugreifen. Dasselbe geht natürlich hier auch. Auch hier könnt ihr neue Register anlegen. Ja, jetzt hier drauf gehe, ja, habt ihr auch hier wieder Register. Also wie gesagt, das Navigieren hier geht natürlich wesentlich schneller. Ist vielleicht auch für einen interessant, ja, der ein Grafik ist, ja, und halt irgendetwas sucht, dass er seine Fotos schneller hat und wieder sortiert. Ja, schnell mal anzeigen, weil der könnte sich natürlich als Standard-Anzeigeprogramm sein Programm, zum Beispiel Photoshop, jetzt nehmen, um da die Bilder von hier aus direkt zu ordnen. Ja, hier oben gibt es noch ein Menü, ja, und da sieht man auch, dass man dann schon sehr viel machen kann, ja, neue Ordner anlegen, ja, beenden, bearbeiten, die üblichen Funktionen, die man so hat. Ja, FTP verbinden, ja, Adressenbuch könnt ihr auch einlegen, ja, Protokoll anzeigen, Extras, ja, das geht ja auch. Ihr könnt hier zum Beispiel auch die PowerShell direkt öffnen, ja, auch als Administrator, wenn ihr zugreifen wollt. Ja, also auch hier gibt es jede Menge, was man machen kann, aber was der natürlich alles kann, da muss man natürlich schon sagen, ja, dass würde den Rahmen hier bei Weitem sprengen, ja, was alles möglich ist mit dem. Wie gesagt, jeder, der immer wieder viel mit Daten hantiert, ja, und das ist auch bei mir der Fall, ja, schon alleine für meinen Amiga, ja, das ist ja ein riesiges Archiv in der Zwischenzeit, ja, was das ausmacht, auch wenn das hier mal so klein aussieht, ja, so, ja, das sind in Wirklichkeit, glaube ich, schon über 300 Gigabyte an Daten, ja, die sich hier befinden für meinen Amiga. Ja, und da ist das alleine schon ein Riesenvorteil, weil man hier Daten schnell sortieren kann, weil es wird ja immer wieder, werden Sachen runtergeladen, gedownloadet, weil es da ja schon vieles gibt, was heute frei ist. Ja, und wenn das ein Download-Ordner landet, und das sind oft gleich, wenn ich da mal irgendetwas suche, weil es gibt dann verschiedene Programme, mit denen was erreichen kann, ja, gleich 4, 5, 6 Programme und die ordne ich dann hier alle ein, ja, damit ich die auch etwas leichter finde. Aber wie gesagt, ja, es ist für jede Art mit Daten hantieren einfach die beste Möglichkeit, so ein Datenmanager. Ja. Übrigens kann man auch noch Daten synchronisieren und. Ja, hier unten habt ihr verschiedene Informationen, Größe und alles, was ihr euch anzeigen lassen könnt. Die große Frage ist natürlich, ja, wo bekommt man das? Und da muss ich dazu sagen, es ist nicht gratis, dieses Programm. Ja, bekommen tut es hier bei Hager und Partner. Es gibt eine Demo-Version, die läuft 30 Tage. Und soweit ich hier gelesen habe, könnt ihr die aber dann nochmal über ein E-Mail 30 Tage verlängern. Da kann man das testen. Ja, ist auch eine ausreichende Zeit, weil man braucht natürlich auch ein bisschen, bis man sich da einarbeitet in so einen Datenmanager. Aber ich sage, ja, wenn man es mal gewöhnt ist, zumindest mir geht es so, will man nicht unbedingt mehr, ja, den Windows-eigenen Browser verwenden. Ja. Hier habt ihr auch verschiedene Beispiele. Ihr könnt ein Handbuch da herunterladen, ja. Tutorials, ja. Ja, schnelle Suche, ja. Also eine kleine Anführung, das gibt es auch.
Und was kostet das Ding? Eine Einzelplatzversion, das ist nicht ganz billig, ja, kostet fast 50 Euro. Ja, also eine Download-Version. Ja. Und hier sieht man auch die Preise für verschiedene Versionen, die man kaufen kann. Allerdings zu den 50 Euro muss ich eines auch sagen, man liest es hier. Wer die Version 11, aktuell ist die Version 12, nach dem 1. April 1916 gekauft hat, der bekommt die Version 12 nur immer gratis. Und das ist eigentlich eine sehr lange Zeit. Und das sage ich, rechtfertigt auch wieder diesen Preis irgendwo, weil bei anderen hast ja, um 50 Euro oder 40 Euro dann nur ein Jahr Support und bekommst da aktuelle Updates und dann darfst du dir das Ganze wieder neu kaufen und das oft zum Vollpreis. Hier gibt es natürlich auch Updates, ja, wenn man schon was gekauft hat, mit dem man das etwas billiger bekommt. Ich habe hier eine größere Version genommen. Das ist die erste hier, wo steht Besteller für einen PC, für einen Laptop und für einen USB-Stick. Ja, da ist irgendwie der Preis verschwunden. Ich glaube 75 Euro oder 80 Euro macht das aus, weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, damit ich es eben für zwei Computer habe und wie gesagt hier auch eine USB-Version. Ja, wenn man die mitnehmen will oder etwas, geht hier auch. Kann sich jeder mal anschauen, die Installation ist relativ einfach, wird jeder hinbringen, aber ja, noch etwas, ja, und da sage ich jetzt Achtung, bitte passt bei dieser Installation auf und lest euch ganz genau durch, was dort steht. Weil dieses Ding, D-Opus, ja, das kann nämlich den Windows-Browser komplett ersetzen. Ja. Und wenn ihr da nicht guckt bei der Installation, was ihr da anklickt, ja, dann ist der vielleicht plötzlich weg. Und obwohl ich zu 90%, wenn ich mit Daten etwas mache, sicher nur mit D-Opus arbeite, habe ich das auch nicht gemacht. Ja, ich habe auch nicht gesagt, ihr soll es ersetzen. Hier findet ihr auf der Webseite auch natürlich alles, was der so alles kann. In der Schnellübersicht, der Programmstart, ihr seht Aktionen auf Knopfdruck. Da könnt ihr sehr viel machen. Das war nur so mal kurze Vorstellung, Backup-Synchronisation und. Also der kann wirklich eine Menge. Also da gibt es auch auf dieser Seite irgendwo so halt was Zeitschriften darüber oder Webseiten geschrieben haben. Da hat halt einer geschrieben, die Opus ist so irgendwo die eierlegende Wollmilchsau. Ja, und das stimmt natürlich auch. Der kann halt wirklich eine Menge, aber wie gesagt, hat auch seinen Preis. Hier, ja genau, hier sieht man das, ja, was da so alle getestet haben. Wie gesagt, Tutorial, ja, Support, ja, Download, ja, und die Preise. Also jeder, ja, der mal nach so etwas sucht, ja, einen Datenmanager, einen guten, der kann sich das anschauen. Ich bin sehr zufrieden damit, ja, und wie gesagt, ich benutze es auf zwei Computern. Ich hoffe, das hat euch als kurze Information so gefallen, ja, auch wenn ich euch da jetzt nicht viel zeigen kann, weil euch natürlich das den Rahmen des Videos extrem sprengen würde. Ja, aber man kommt sehr schnell dahin, der ist sehr innovativ, ja, auch die Einführung ist sehr gut gemacht, die habe ich mir auch schon angesehen. Also man hat da sicher kein Problem, dass man sich da sehr schnell reinfindet. Und wie gesagt, wenn man das mal gewöhnt ist, ja, da will man einfach gar nichts anderes mehr haben als so einen Datenmanager. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ihr wisst, da freuen wir uns und damit tschüss.